Hitachi im Moment Platz 2 der Warteliste. Sie schauen natürlich auch auf den Rest der Besetzung. Sind Sie optimistisch, dass es klappen könnte mit dem Halbfinale? Ihre Landsfrau, die Noemi Zberen, ist ja schon drin. Ja, mega cool, dass sie drin ist. Man kann es nicht wirklich einschätzen. Also es ist mit 13,12 bin ich gar nicht zufrieden. Ich kann wirklich mehr, eine 13er Zeit. Das ist nicht das, was ich eigentlich hier an der WM zeigen wollte. Ich hoffe, ich kriege noch eine zweite Chance, aber die alle anderen Athleten sind sehr stark. Ich werde schauen müssen und die Daumen drücken. Aber die Family Affair ist ja auf jeden Fall schon mal sehr erfolgreich. Ihre Schwester im Finale über der 100 und Sie möglicherweise im Halbfinale. Ist so ein kleines Laufwunder in der Schweiz im Moment? Es ist schön. Es ist schön, die Familie dabei zu haben, meine Schwester an der Seite zu haben, die mich unterstützt und meine Familie, die zuschauen kommt und es macht Spaß. Es macht auch grundsätzlich Spaß. Wie gefällt Ihnen das hier so im reinen Leichtathletikstadion in Eugene? Ja, es ist extrem speziell. Es ist meine erste WM. Also ich denke, das ist extrem speziell. Letztes Jahr Tokio, das Stadion war leer. Ist auch nochmal etwas anderes. Also es ist ein spezielles Stadion. Wir drücken jetzt mal die Daumen. Jetzt kommt der Blick auf die anderen Läufe. Vielen, vielen Dank.